Mädels. Moin Jungs, hier ist euer Keller. Ja Leute, hol mal, heute gibt's mal ein Statement. Arbeitsreport, Leute. Wisst ihr, wo der Keller sich gerade befindet? Ihr ahnt es nicht. Der Keller ist hier oben an der holländischen Grenze. So richtig schön hier oben hinter Kevela in der Kiesgrube. Leute, wisst ihr, was ich mache? Ich lade mal jetzt so richtig schön leckeren Rheinsand, einen Quarzsand 02, Leute. Und wisst ihr, wo der Keller mit seinem Borussenzug dahin hintruckert? Ja, da macht der Keller Truckers nach Bochum. Da fährt der Keller mit dem Konkurrenzzug zum VfL Bochum Baustoffe liefern. Leute, geht doch nicht, oder? Was haltet ihr davon? Ist doch mal eine geile Aktion, oder? So, Jungs, so könnt ihr mal gucken. So sieht das aus hier, wo der Keller sich gerade befindet, ne? Ja, und hier wird jetzt, Jungs, für den VfL Bochum geladen. Guckt euch das an, hier vorne vom Haufen, seht ihr das? Da machen wir ein bisschen Quarzsandgas, Leute. Geht doch nicht, oder? Da sag ich doch noch eins, da hebe ich doch den Kallerfinger mal rein. Das muss doch auch mal sein. Ah, schwuppdiwupp, Jungs, sind wir auf der Autobahn. Hör mal, da lass mal die 460 PS schreien. Liefergas zum Bochum muss sein. Ja, da habe ich auch hier schon wieder den Werner am Telefon. Du, guten Morgen, Kalender. Ja, ich klau bei dir. Mensch, Werner, grüß dich. Hör mal, Beinhard, Böllstoffhart, Werner. Du, Kalender, wo bist du denn heute? Der ist schon gange. Du, Werner, ich bin ja gerade oben auf A57, hör mal. Da muss ich mal ein bisschen Liefergas machen. Du, jetzt hinten mit der Reise, der Kalender. Hör mal, Werner, Quarzer 02 habe ich drauf. Hör mal, da fahre ich zum VfL Bochum mit runter. Du, das schaffst du nicht. War so ein Kalender, du mit deinem Lust. Zu meinem VfL Bochum liefern? Du, ihr erschlagen die gleich. Ach, Kerl. Hör mal, Werner, da muss doch nicht. Hör mal, beinahe sind die Jungs. Die werden mich so richtig geil empfangen. Hör mal. Aber glaubst du doch wohl. Aber meinst du, was die gucken? Hör mal, die Konkurrenz, hör mal, zur Weltmeisterzeit. Liefern die noch mit dem Borussentruck Baustoff an? Du, Kölner, der ist ja ein richtig geiler Akt. Hör mal, da musst du dann normalerweise heute Abend mir zwei, drei Bratwürstchen und eine Kiste Bernstoff ausgeben. Werner, komm rum bei mir im Garten, hör mal. Da kriegst du zwei, drei Bratwürstchen, hör mal. Da schmeiß ich den Grill an, da gibt's auch noch scharfen Senf, hör mal. Und eine 120er-Milligramm-Pille hinterher, hör mal. Hör mal, Schwanzbeton machen wir da. Lass sie noch ein paar Nutten einfliegen. Dann machen wir noch hinterher noch ein bisschen Wurstgas auf den Rasen, hör mal, Werner. Du, Kölner, du bist immer so gastfreundlich da. Ne? Total super von dir, du. Du, komm in deinen Raum da. Ist okay? Werner, komm rum, ruf mich an. Ich sag dir, wann ich nachher zu Hause bin, Werner. Hör mal, Bein hart Gas. Leute, geht doch nicht. Bis gleich. Oh, Jungs, da kehren wir mal ein hier beim VfL Bochum, wo? Ach, guck mal. Mein lieber Mann, du, die haben aber auch richtig schönen Rasenplatz hier. Da geht aber was, wo? Guck mal. Ach, Wahnsinn hier doch. Da sind die Jungs schon. Mensch, die gucken erstmal. Kommt hier ein BVB-Wagen angefahren. Ach, guck mal. VfL Bochum. Herrlich, ein schöner Platz hier, Leute. Guckt euch das mal an. Hä? Nur vom Feinsten. Guck mal, Jungs. Ah, Da macht er ja schon den Rasen schön hier für das nächste Spiel da, ne? Wahnsinn. So, Jungs, ihr seht, da haben wir den Sand erstmal hingelegt hier, wo? Ah, geil, ey. VfL Bochum kriegt von Borussia Dortmund Sand. Wie geil ist das denn? Guck mal. Ah. Hey, Jungs, da bin ich ja zu Hause gerade Feierabend hier. Und ihr wisst es selber, hör mal, es gibt nichts Schöneres, wenn die Alte schon zu Hause wartet auf euch und gewurstet werden will. Oh, Gisela, du alte Puppenschlampe, hör auf. Oh, ich muss doch das Video für die Jungs noch hochladen. Ja, Leute, ihr wisst selber, es gibt nichts Schöneres, hör mal, kommt zu Hause, die Alte. Oh, die reitet dich schon wieder so durch in der Zuchtstute. Ach, Gisela, hör auf damit jetzt! Ich muss da runter, ich muss das Video holen und die Bratwürstchen für den Werner auf den Grill legen. Julia, gleich kommt der Werner zum Bratwurst essen, wie beim Koller im Garten, Jungs. Ja, da geht's richtig runter, Mann. Da gibt's eine Pulle Wodka. Gisela, hör auf jetzt! Gibt's eine Pulle Wodka? Ja, heute Nacht bist du dran, Gisela. Jetzt hör auf, du hast den Pariser hier bei der Mund, Gisela. Hör mal, schmeckt der dir so oder was?